Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Furbis. Heute stellen wir euch Frowest vor. Ja, im Moment spielen wir richtig viele Helvetik-Spiele. Die sind aber nicht alle gut, haben aber durchaus seinen Reiz. Ja, nicht alle gefallen uns, aber da steht überall meistens 6 Jahre drauf. Und das passt im Moment, weil die Alina 6 Jahre alt ist. Und die hat es nämlich auch vorher in den Händen gehabt und gesagt, das wollen wir spielen, oder? Genau. So, in dem Fall 2 bis 5 Spieler. 15 Minuten, 60 Karten. Wie gesagt, ab 6 Jahren. Frowest aus dem Hause Helvetik. Und die Alina fängt einfach mal an. Wir erklären euch das spielerisch, weil das ist wirklich nicht schwer. So, die Alina legt jetzt eine Karte. Das sind verschiedene Abbildungen aus der Märchenwelt. Dann lege ich auch eine Karte aus. Natürlich immer schön passend, dass da ein schöner Baum kommt. Und Ziel ist es natürlich, man zieht immer eine Karte nach. Man sieht hier, ich habe hier verschiedene Symbole drauf. Sobald hier zum Beispiel 7 oder mehr Eulen abgebildet sind oder, was gibt es noch, 7 oder mehr Frösche abgebildet sind, also in kleinen, die größeren sind eher Deko, dann darf man sich alle Karten mit diesem Symbol da nehmen, also 7 oder mehr. Man nimmt sich die Karten und dann wird von den restlichen Karten der Baum wieder zusammengefügt. Also wirklich ganz einfach gemacht. Das heißt, hast du nachgezogen? Man zieht immer eine Karte danach und legt dann an. Man kann dann parallel mitziehen. Und die Silke hat jetzt die Zwerge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, die Silke hat sich jetzt die 7 Karten genommen, wo die 7 Zwerge oder mehr drauf sind. Das heißt, sie kann auch Karte ausspielen, wo es mehr sind. Und dann kriegt sie in dem Fall auch alle Karten. Das Spiel geht so lange, bis der Nachziehstapel in dem Fall aufgebraucht ist. Und dann zählt ihr alle eure Karten und der Spieler dann, der die meisten Karten dann vor sich liegen hat, der gewinnt. Also ein recht einfaches Spiel. Ein bisschen zeigen wir euch, aber das Spiel habe ich jetzt, glaube ich, jetzt schon erklärt. Mehr Regeln sind es auch gar nicht. Da müsst ihr einfach drauf schauen. Letzte Regel dann, ist noch, der wenn nichts mehr genommen werden kann, keiner mehr legen kann, bekommt der Letzte, der 7 hatte, auch die ausliegenden Karten noch. Das war das Einzige. Hast du gezogen, Alina? Es gibt natürlich noch Varianten. Will ich auch noch ganz kurz sagen. Eulen. 2 Varianten, 5 Bonuspunkte für die Spieler, die 7 Eulen. Das heißt, ihr könnt danach sagen. 2, 4, 5, 6, 7 Eulen. Okay. Und das war in dem Fall das ganze Spiel. In dem Fall. So geht's weiter. Ja, bis wir den Stapel aufgebraucht haben. Und dann schauen wir einfach mal, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, an dieser Stelle können wir schon zum Fazit übergehen. Ja, bis gleich. Das war Frowest aus dem Hause Helvetik. Alina, wie fandst du's? Man kann ruhig sagen, wenn dir was nicht gefällt, sagt man das immer direkt. Nicht so? Nicht so. Elias? Gar nicht. Gar nicht. Papa? Mama? Also, muss auch mal sein. Mein liebes Helvetik-Team. Wir haben ja schon einiges vorgestellt. Da waren ja auch super Spiele dabei. Aber wenn ein Spiel uns keinen Spaß macht, dann sagen wir auch. Und alle 4 sind der Meinung, Frowest macht überhaupt keinen Spaß. Ich weiß gar nicht, das Witzige, den Baum zu bilden, das klang ja am Anfang schon richtig toll. Aber wir waren echt hier im Überlegen, hier, wie viele Partien wir spielen, weil eigentlich haben wir schon nach der Hälfte der Partie, beziehungsweise nach 10 ausgespielten Karten, alles gesehen bei dem Spiel. Und es wurde irgendwie nicht besser und es wurde eher langweiliger. Und wenn dann ein Spieler führt, hat er gewonnen. Also nee, dieses Spiel können wir euch nicht empfehlen. Schaut lieber mal nach anderen Helvetik-Spielen. Da waren schon viel bessere dabei. Frowest zählt nicht dazu. Das war's. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben nochmal ein Helvetik-Spiel. Vielleicht schauen wir uns das gleich im Anschluss dann auch nochmal an, weil da haben wir auch schon einige Partien gespielt und machen da auch nochmal ein Video dazu. Schauen wir einfach mal. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Produkte, Spiele kaufen wollt, gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns automatisch, oder? Mhm. Und wer noch kein Abo hat, der klickt oben drauf. Jetzt sage ich tschüss, macht's gut, bis bald.